Home. Heute sprechen wir über alles, was ich schon immer über SRAM und DRAM wissen wollte. Im Gegensatz zum ROM-Speicher, dem Read-Only-Memory, zeichnet sich Random Access Memory Speicherzellen oder RAM-Speicher dadurch aus, dass sie gelesen und auch wieder beschrieben werden können. Das heißt, sie sind flüchtige Speicherzellen. Das, was in ihnen gespeichert ist, ist nicht für alle Ewigkeit gedacht, sondern kann auch wieder gelöscht und neu beschrieben werden. RAM-Speicherzellen kommen dann in größeren Verbünden vor und der Name Random Access kommt daher, dass theoretisch der Zugriff auf jede einzelne Zelle immer gleich groß ist. Auch das ist ein Unterschied zu den ROM-Speichern. Dort kann es schon mal dauern, bis man eine gewünschte Speicherzelle überhaupt gefunden hat und sie dann auslesen kann. Und da gibt es jetzt zwei grundsätzlich verschiedene Arten von solchen RAM-Speichern, nämlich das statische RAM und das dynamische RAM. Und wir werden jetzt beide der Reihe nach einmal anschauen. Wir beginnen mit dem statischen RAM und statische RAM-Zellen sind im Grunde nichts anderes als Flipflops. Das sind also Speicherzellen, die zwischen 0 und 1 hin und her schalten und die zum Beispiel in Form einer solchen Schaltung, die wir ja schon kennen, das ist ein sogenanntes Set-Reset-Latch, realisiert sein können, wo wir also hier den Set- und den Reset-Eingang haben. Und in dem Moment, wo also der Set-Eingang auf 1 gesetzt wird, speichert diese Speicherzelle am Ausgang Q eine 1. Und wenn der Reset-Eingang auf 1 gesetzt wird, dann ändert sich das, was hier gespeichert wird, am Ausgang Q zu einer 0. Das Wichtige hieran ist diese Rückkopplung. Das sind also zwei NOR-Gatter, die rückgekoppelt sind. Und man kann sich jetzt allerdings überlegen, geht das denn vielleicht sogar noch einfacher? Gibt es denn noch weitere Gatter, die das noch einfacher machen können? Und es ist ziemlich schnell klar, das Entscheidende sind tatsächlich diese Inverterstrukturen, die wir hier haben. Also was man ohne weiteres leicht auch machen kann, ist zum Beispiel nur zwei Inverter nehmen. Wir vergessen also die Tatsache, dass es sich hier um NOR-Gatter handelt und vereinfachen diese Schaltung dahingehend, dass es sich jetzt einfach nur um zwei einander rückkoppelnde Inverter handelt. Wenn hier also zum Beispiel an diesem Eingang eine 1 anliegt, dann wird die hier eine 0. Diese 0 liegt hier als 0 an, wird am Ende dieses zweiten Inverters wieder eine 1 und liegt als 1 wieder hier oben an. Das Ganze perpetuiert also, ist in stabilem Gleichgewicht und das wird diese 1 speichern und umgekehrt natürlich genauso, wenn hier eine 0 ist, wird hier eine 1, diese 1 wird hier zu einer 0 und geht hier oben wieder als 0 hinein. Und das kann man dann entsprechend auslesen, indem man dann hier noch einen Ausgang für Q schaltet und hier einen Ausgang für Q quer. Man nennt so etwas auch einen bistabilen Schaltkreis oder eine bistabile Kippstufe. Das ist also ein System, das einfach zwei mögliche stabile Zustände hat und sobald das System in einem dieser Zustände drin ist, dann bleibt es da typischerweise darin. Insofern hat so ein Schaltkreis ein Gedächtnis. Was wir uns jetzt anschauen wollen, ist, wie das Ganze auf Ebene der Transistoren ausschaut. Und da hat man zunächst einmal an diesen beiden Eingängen einer solchen bistabilen Kippstufe typischerweise zwei Transistoren, die den Zugang dazu regeln. Das wäre also ein sogenannter Tor-Transistor hier und ein Tor-Transistor auf dieser Seite. Und jetzt kann man sich überlegen, kann ich denn diese Inverter, die ja selbst auch wieder aus Transistoren bestehen, vielleicht sogar noch einfacher formulieren? Und in der Tat geht es, indem man nur zwei Transistoren gegeneinander rückkoppelnd schaltet. Das sieht dann folgendermaßen aus. Da haben wir zunächst einmal einen Transistor hier und einen weiteren, ebenfalls NMOS-Transistor auf dieser Seite, beiden Gates jeweils. Und die Idee ist nun folgende. Ich nehme das, was an diesem Eingang hier anliegt und leite es an das Gate dieses Transistors und was an diesem Eingang anliegt, leite ich an das Gate dieses Transistors. Und dann müssen wir das Ganze noch nach oben zu verbinden über ohmsche Widerstände mit der Betriebsspannung. VCC kürzt man die typischerweise ab.
Wir haben hier unten also 0 Volt, wir haben hier oben 5 Volt. Und jetzt schauen wir, was hier passiert. Nehmen wir also an, hier kommt ein Zustand 1 herein. Dann, also ein hohes Potenzial, dann wird dieses hohe Potenzial dieses Gate, das ist ein NMOS-Transistor, schalten. Es wird eine Verbindung zwischen Masse und hier zustande kommen. Das heißt, an diesem Ausgang wird ein niedriges Potenzial anliegen. Dieses niedrige Potenzial liegt dann zugleich an diesem Gate hier an. Also hier ist eine 1, hier ist ein niedriges Potenzial. Ein niedriges Potenzial am Gate eines NMOS-Transistors sperrt diesen Transistor aber, sodass es hier keine Verbindung gibt, sodass dieser Ausgang über diesen ohmschen Widerstand hier mit einem hohen Potenzial verbunden ist. Und tatsächlich, wir haben wieder denselben Effekt, dass sich das gegenseitig rückkoppelt und stabil ist. Und erst dann, wenn jetzt hier zum Beispiel zu diesem Eingang ein niedriges Potenzial erzwungenermaßen hineinkommt, dann kann das eben kippen. Dieses niedrige Potenzial sperrt diesen Transistor, woraufhin dieser Ausgang hier über den ohmschen Widerstand ein hohes Potenzial bekommt, an dieses Gate geht mit hohem Potenzial, das Gate schaltet einen Kanal frei und setzt das hier wiederum auf ein niedriges Potenzial. In diesem Sinne ist das also ein sehr, sehr einfach gebautes Flip-Flop. Es hat nämlich nur, zählen wir zusammen, 1, 2, 3, 4 Transistoren. So etwas nennt man eine SRAM-Zelle. Es ist also ein statisches RAM. Statisch deswegen, weil, wir werden das später sehen, im Gegensatz zum dynamischen RAM, hier keine Aufladungsprozesse stattfinden müssen, sondern wenn das einmal so stabil ist, dann bleibt das stabil. Was jetzt noch nicht schön ist, ist, dass wir hier oben noch diese ohmschen Widerstände haben. Man kann sich auch vorstellen, das muss man also ziemlich detailliert auch jeweils genau spezifizieren, dass das hingeht. Das ist also kein ganz trivialer Vorgang. Und was man gerne hätte, man möchte das eigentlich auch noch mit Hilfe von Transistoren machen. Und eine Möglichkeit ist einfach, hier oben noch zwei weitere NMOS-Transistoren einzubauen, die fix geschaltet sind. Das sieht dann folgendermaßen aus. Dann haben wir also hier einen NMOS-Transistor, dessen Gate fix hiermit verbunden ist. Und auch diesen ohmschen Widerstand ersetzen wir durch einen NMOS-Transistor. Und auch dessen Gate verbinden wir fix mit hier. Das heißt, an diesen beiden Gates liegt jeweils fix eine 1 an. Das heißt, der Kanal ist grundsätzlich da, aber wir wissen ja, dieser Kanal in dieser Konstellation ist eigentlich nur brauchbar, wenn hier ein niedriges Potenzial durchzuleiten wäre. Jetzt haben wir hier aber ein hohes Potenzial anliegen. Das heißt, der Kanal bricht zusammen. Aber das kann, wenn man es geschickt macht, durchaus einen ohmschen Widerstand emulieren, und auf diese Weise haben wir hier so also eine typische sogenannte NMOS-statische RAM-Zelle aus 6 Transistoren. Was wir jetzt hier noch nicht eingezeichnet haben, sind Wortleitung und Bitleitung, also die Frage, wie aktiviere ich denn die Zelle als Gesamtes und wo lese ich denn hier etwas aus? Die Wortleitungen, das sind die, die diese, das habe ich auch noch nicht gemacht, das sind hier sind natürlich auch NMOS-Transistoren. Und Wortleitungen sind dazu da, diese NMOS-Transistoren, diese TOR-Transistoren überhaupt zu aktivieren. Das heißt, wenn so eine Wortleitung auf 1 gesetzt wird, dann erhalte ich über diese Transistoren überhaupt Zugang zu dieser Schaltzelle. Wenn die Wortleitung auf 0 gesetzt ist, dann ist die quasi isoliert und behält sowieso einfach nur den Zustand, den sie gerade speichern soll. Das zeichne ich hier oben her, das hier ist also die sogenannte Wortleitung. Und dann haben wir noch zwei Bitleitungen, nämlich an diesen beiden Ausgängen Q und Q quer. Das ist also eine Bitleitung hier und eine Bitleitung auf dieser Seite. Ich nenne die hier mal Bitleitung quer, um zu illustrieren, dass es sich hier um den Ausgang Q quer handelt und hier um den Ausgang Q. Man kann sich fragen, wozu braucht man denn zwei Bitleitungen? Naja, typischerweise bei diesen Zellen, wenn ein Zustand zugänglich ist, ist der andere
automatisch auch zugänglich, dann wäre es dumm, den nicht erst abzugreifen. Andererseits allerdings kann man auch so argumentieren, dass man sagt, wenn ich diese beiden Werte hier und hier ablese, dann erhöht das zugleich auch die Mess- und die Lesegenauigkeit natürlich, weil ich auf diese Weise halt zwei Werte habe und dann genauer entscheiden kann, ist das jetzt eine 0 oder eine 1. Denn wir haben es natürlich immer noch mit analogen physikalischen Vorgängen zu tun. Das ist also eine NMOS-statische RAM-Zelle, weil das lauter NMOS-Transistoren sind. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, okay, ich kann es ja gleich in CMOS-Technologie bauen, also mit unserem Pull-Up- und Pull-Down-Pfad-Prinzip. Der Nachteil von solchen Speicherzellen ist, dass die etwas längere Zugriffszeiten haben. Dafür sind sie viel, viel stromsparender, weil hier natürlich immer noch ein kleines bisschen Strom hier die ganze Zeit fließt. Das hier ist ja nichts anderes als zwei ohmsche Widerstände und da fließt natürlich typischerweise immer Strom. Deswegen ersetzen wir jetzt hier diese beiden Transistoren durch zwei PMOS-Transistoren und diese Gates werden nun ihrerseits mit diesen Zuständen hier verbunden. Und wenn man sich das jetzt genauer überlegt, dann sieht man schon, nehmen wir wieder so einen einfachen Fall, nehmen wir an, hier an dieser Stelle haben wir eine 0. Diese 0 schaltet dieses NMOS-Gatter aus, diesen NMOS-Transistor aus, weil wenn das Gate eines NMOS auf 0 liegt, sperrt er natürlich. Zugleich öffnet es aber hier diesen PMOS-Transistor hier oben, sodass von der Betriebsspannung an diese Stelle hier eine 1 herunterkommt und auch hier als am Q-Ausgang ausgelesen werden kann. Diese 1 liegt dann an diesem Gatter, nicht an diesem Transistor hier an diesem Gate. Das schaltet also und schaltet die 0 von hier unten durch und zugleich liegt diese 1 auch hier an und sperrt den CMOS-Transistor hier oben. Und wenn sich das Ganze dann irgendwann mal umdreht, wenn also 0 und 1 vertauscht werden, dann dreht sich das entsprechend um, sodass wir hier also eine lupenreine CMOS-Schaltung haben für so eine SRAM-Zelle, die ebenfalls 1, 2, 3, 4, 5, 6 Transistoren umfasst. Dynamische RAM- oder DRAM-Speicherzellen beruhen im Vergleich zu diesen SRAM-Zellen auf einem ganz anderen Prinzip. Aber auch einem Prinzip, das Sie schon aus der Schule kennen. Es ist das Prinzip des Kondensators. Sie haben sicher schon einmal einen Plattenkondensator kennengelernt. Das ist ein Teil, das aus zwei Metallplatten besteht. Ich habe hier mal zwei Kochtopfdeckel mitgebracht zur Veranschaulichung, die an eine Spannungsquelle angeschlossen sind, die ich in einem bestimmten Abstand zueinander anbringe. Und dazwischen ist ein Isolator, ein Dielektrikum. Die sind also nicht leitend miteinander verbunden. Und wenn ich jetzt diese beiden Platten auflade, die eine Platte positiv, die andere Platte negativ, dann entsteht zwischen den beiden Platten ein elektrisches Feld, die positiven und die negativen Ladungen ziehen sich an und selbst wenn ich jetzt die Ladungszufuhr unterbreche, indem ich die Leitung unterbreche, ziehen diese Ladungen sich natürlich weiterhin an und es dauert eine ganz schöne Zeit, bis sich die Ladungen dann doch langsam durch Abfließen wegbewegt haben und das ganze Ding entladen ist. Auf diese Weise kann man das also ausnutzen, indem man sagt, naja, wenn so ein Plattenkondensator geladen ist, dann soll mir das eine 1 darstellen und wenn er entladen ist, eine 0. Aber Sie sehen natürlich auch das Problem, wenn Sie da eine 1 darstellen, sie wird nicht unbeschränkt lange auf diesem Kondensator, auf diesen Platten bleiben, sondern dadurch, dass die Ladungen eben dann doch abfließen und zwar auch binnen eines Bruchteils einer Sekunde, also typischerweise muss man so etwas alle 32 oder 64 Millisekunden wieder auffrischen. Das heißt, ich lese alle 32 Millisekunden aus, ist hier eine 0 oder eine 1 auf diesem Plattenkondensator drauf und belade den dann von neuem. Das ist also ein Vorgang, der kontinuierlich im Hintergrund ablaufen muss, daher auch der Name dynamische RAM-Zellen oder DRAM-Zellen. Das sieht dann als Schaltung aber natürlich sehr viel einfacher aus, denn ich habe ja nur im Wesentlichen diesen Kondensator, der in meiner Schaltung eben so dargestellt wird, der auf der einen Seite mit der Masse verbunden ist und auf der anderen Seite brauche ich dann nur noch einen Tortransistor, den ich wieder über eine Wortleitung ansteuere und über eine Bitleitung hier auslesen oder beschreiben kann. Und wenn eben dieser Kondensator aufgeladen ist, wenn ich also zum Beispiel in einem Schreibvorgang
diese Wortleitung auf 1 setze, diesen Tor-Transistor passierbar mache und dann hier eine 1 draufschreibe, dann lädt sich dieser Kondensator auf und wenn ich dann diesen Zugang unterbreche, dann bleibt das also eine bestimmte Zeit lang auf 1 geladen und entlädt sich dann umgekehrt eben auch. Und diesen Zustand 1 kann ich aber eben, wenn ich dann einen Lesezugriff mache, über die Bitleitung auch wieder abfragen. Um diese Speicherzellen allerdings dann wirklich zu einem Arbeitsspeicher zu machen, muss man sie natürlich noch nach einem bestimmten System anordnen. Aber das ist ein anderes Thema. Für diesmal bedanke ich mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.